Was war da los in der Timeout? Erstes Viertel? Ja, Daniel. Ja. Daniel, ich meine, Daniel und ich, wir kennen uns, seitdem wir Kinder sind. Hat sich nicht geändert. Im Endeffekt, wenn es was zu reden gibt, dann spreche ich ihn direkt an, ob er es mag oder nicht. Ja, das Gleiche kann er mit mir machen. Und ich glaube, das hat uns beide ein bisschen gekratzt. Und jetzt haben wir natürlich gegen eins der besten Teams auf der Welt mit 20 oder 30 Punkten gewonnen. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Jeder kann jeden ansprechen, jeder kann jeden mal anscheißen. Und wir nehmen aber nur das Positive mit. Und ich glaube, das zeichnet uns aus.